Gemeinschaftsarbeit. Eine Garnele kletterte einmal ans Ufer, um sich zu sonnen. Wie sie so dahin kroch, bemerkte sie auf einen Stein, der am Rande des Deichweges lag, eine Schnecke. »Hey, Freundin, gib Acht! Störe nicht die anderen Leute, die sich gerade hier vergnügen«, scherzte die Schnecke. »Keine Angst, Freundin, es ist nicht so, dass ich meine Augen nicht gebrauche«, gab die Garnele zurück. »Wohin geht es denn?«, fragte die Schnecke jetzt. »Frage nicht. Einen besseren Lebensunterhalt suchen«, erwiderte die Garnele. »Hey, hey, hey«, schrie da eine große Ameise. »Worüber seid ihr euch denn nicht einig? Komm zu uns, Freundin, wenn du dich unterhalten willst«, lud die Garnele sie kreischend ein. »Gut, gut«, sagte die Ameise. »Was gibt es denn zu essen?« »Ein Windgericht, Freundin. Bitte atme es einfach nur ein.« »Ha! Eben habe ich dich doch aus der Ferne gehört, dass du gesagt hast, du wolltest einen besseren Lebensunterhalt suchen.« »Wahr, wahr. Es wäre gut, wir berieten zusammen, was wir tun sollen«, sagte die Garnele. »Gut wäre es, wenn wir in gemeinschaftlicher Arbeit die Gärten bestellten«, sagte die Schnecke. »Einverstanden«, meinte die Garnele. »Wessen Garten ist der erste?«, fragte die Ameise. »Meiner«, sagte die Garnele. »Mein Garten ist nicht weit, er liegt am Rande dieses Kanals.« »Morgen fangen wir an, wenn du das Essen machst«, sagte da die Schnecke und die Ameise. Früh am nächsten Morgen gingen die Schnecke und die Ameise an die Arbeit, während die Garnele das Essen kochte. Die Sonne stieg höher und höher. Schnecke und Ameise wurden immer müder bei der Arbeit, ihre Mägen begannen schon zu singen. Wieder und wieder schauten die beiden nach der Sonne, während die Garnele immer noch nicht ihre Stimme zum Essen kommen hören ließ. »Hey, Freundin, geh doch einmal und sieh nach, was die Garnele kocht. Ob sie schon fertig ist oder nicht. Unsere Mägen krähen ja schon«, sagte die Ameise zur Schnecke. Die Schnecke begab sich eilig zur Küche. Immer wieder hob sie ihren Kopf, um nachzuschauen. Von weitem sah sie schon das große Feuer in der Küche und einen Topf, der über dem Dreifuß kochte. »Hey, Freundin, wie geht's?«, schrie die Schnecke schon von weitem. Aber keine Stimme antwortete ihr. »Hallo«, schrie sie wieder und trat dann ein. Was sah sie? Die Garnele war am ganzen Körper rot, weil das große Feuer sie ergriffen hatte. Sie war schon verbrannt und tot. Die Trauer der Schnecke beim Anblick ihrer todstarren Freundin war unbeschreiblich und sie weinte. Als sie sich ihre Nase schneuzte, entleerte sich ihr ganzer Magen und sie starb ebenfalls. Währenddessen saß die Ameise da und wartete hoffnungsvoll. Aber sie hörte die Schnecke nicht zurückkommen. Deshalb machte sie sich auf, um nachzusehen. Von weitem rief sie schon, aber es war niemand da, der ihr antwortete. Als sie dann in die Küche trat, wie erschrak sie da beim Anblick ihrer beiden tot und verbrannt auf dem Boden liegenden Freundinnen. »Ach, wie schrecklich, meine Freundinnen«, seufzte sie. Dann beschloss sie, die beiden zu begraben. Als sie den Leichnam der Garnele auf dem Rücken heraustragen wollte, brach ihr Rücken und sie starb ebenfalls. Das war das Schicksal der drei Freundinnen.